Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Amaruk und wir spielen heute Mist Folge 8 mit den Herrn Lurchi. Das letzte Mal waren wir ja auf Wolfsjagd, haben ein bisschen den einen Turm gelootet, haben wir den Wagen da schon fertig gehabt oder spät in der Folge erst fertiggestellt? Naja, ein bisschen Holz gemacht und all sowas. Und heute springen wir ins Spiel und werden hier noch ein bisschen looten, dann zurückfahren und den Wolf zerlegen. So, dann wollen wir mal sehen. Ich werde jetzt natürlich nicht erwähnen, dass ich mich ein bisschen dusselig angestellt habe bei der Jagd nach dem Wolf. Nein, ich doch nicht. Nein, 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 nein. Der Lurchi war es. Definitiv der Lurchi, der der Meinung war, er müsste aus größerer Distanz mit dem schallgedämpften Gewehr schießen. Obwohl er ganz genau weiß, ne, dass die Wölfe dann abhauen, wenn man zu weit weg ist. Aber hey, ich habe ja noch gesagt, lass es. Na gut. Wer nicht auf mich hören will, selber schuld. Gut, nichtsdestotrotz, ich denke, hier haben wir alles weggefrühstückt. Oben war nichts mehr. Ich kurz schauen, das habe ich alles eingesackt. Wir können natürlich noch, wenn wir noch Platz haben. Wartet, haben wir in der Box, was haben wir in der Box noch drin? Haben wir da irgendwas, was wir aufstacken können? Guck mal, da können wir noch die Seile reinpacken. Zack, 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 da ist auch noch Holz. Das können wir auch noch mit draufpacken. Dann packen wir hier in den Spind noch das und das. Ja. Hunger? Ein bisschen. Das hat er sich ja eigentlich nicht verdient nach dieser Wolfsnummer. Aber na gut, okay. Okay. Ja, wollen wir nicht so sein. Gut. Dann ziehen wir mal weiter. Ich denke, wir werden auf dem Rückweg vielleicht schon mal die kleine Farm machen. Die nochmal richtig durchlooten. Aber wartet mal, hier lagen doch unendlich viele Steine auch, ne? Was, die nehmen wir aber auch schon mal mit, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Wir wollen die Eisen, müssen ja noch eine Schmelze aufbauen. All sowas, um überhaupt weiterzukommen. Darum alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ah, Stöcker nehmen wir auch mit. Wir haben den Platz. Habe ich gerade tatsächlich gesagt, wir haben den Platz. Heieiei. Da wollen wir uns jetzt aber mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir auch noch mal zu dieser Werkstatt. Das ist der Tankstelle. Die ist eigentlich die Straße runter. Da stehen auch noch etliches an Autos, da kriegen wir auch unseren Spritkanister her. Ups, und weiter geht's. Unseren Spritkanister her. Und hoffe ich ja, dass wir da eine Zündkerze für unseren Wagen finden. So, Moment. Ein Steinchen. Und hier noch das Auto aufgemacht. Gucken, ob wir, haben wir das komplett durchgelootet gehabt? Ja, ne? Das haben wir komplett durchgelootet gehabt. Was ich ja eigentlich so ein bisschen schade finde, ist, dass man hier sowas wie die Reifen und so nicht abbauen. Ja. Schwebewagen. Dass man hier die Reifen und so nicht abbauen kann. Also, dass man wirklich sagen muss, hier, zack, du brauchst einen Schraubenschlüssel, du brauchst
Wagenheber, also es gibt hier auch einen Wagenheber, auf jeden Fall, aber der ist nur, wenn du dich mal mit dem mit deinem Auto nachher mal auf die Seite schmeißt, dass du ihn wieder auf die Räder bekommst. Aber ansonsten. Ey Leute, seht ihr das, wie viele Hardsticks jetzt hier sind und ich laufe mir vorhin hier voll den Wolf, ne? Der jetzt hinten auf meiner Ladefläche liegt. Hey. Haha. Das hier aus. Oh, gut. So, gehen wir noch mal rein. Schauen wir, was wir liegen gelassen haben. Selbst hier drin. Ernsthaft, den habe ich doch vorhin nicht hier vergessen. Spiel, das ist nicht nett. So, Schlauch mitnehmen. Papier mitnehmen, Papier mitnehmen. Zahnrad natürlich mitnehmen. Sack Erde mitnehmen. Also Kudung lasse ich jetzt aber noch liegen. Bricks mitnehmen. Das auch mitnehmen. Sehen, was haben wir hier oben noch Schönes? Metal Scrap, noch ein Reifen. Noch mehr Kutung. Hey. Metal Scraps. Eine Hose wäre doch mal klasse, oder? Leute, eine Hose. Hier, die können wir auch aufmachen, wenn wir wollen. Ein Crowbar. Ja, das ist doch schon mal was. Okay, gehen wir einmal runter zu unserem Wagen. Packen den voll. Ich dachte, da steht was drauf. So, und ab dafür. So, haben wir hier irgendwas drin, was aufsteckt? Nein, 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 nein. Seile? Nein. Holz? Nein. Haben wir hier noch spindmäßig was? Jups, da. So. Wieder hochrennen. Da seht ihr hier, das kann man auch claimen. Es ist aber trotzdem total vollgemüllt. Es ist schade. Ich finde es nervig. Ja, auch leid, wenn ich nerve, aber es ist nervig. So. Hier haben wir auch noch einen schönen Schrank. Zu futtern. Aber ich hoffe, ich kriege den Schrank mit. Weil das letzte Mal, also bei meinem letzten Spielstand, konnte ich den nicht auf den Wagen packen. Das wollte er nicht. Schauen wir mal, ob es vielleicht jetzt geht. Schritt zurück, mache ich doch. Moment. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Gucken wir mal. Ob wir den Schrank auf den Wolf legen können. Aber ich glaube, der wird nicht ansnappen. Ich glaube, der wird nicht ansnappen. Oh, doch. Es snappt. Ja, hervorragend. Das ist ja richtig cool. Jo. Mega. Da haben wir ja richtig Platz. Dann haben wir jetzt ja richtig Platz. Da können wir ja richtig noch was machen. So, waren wir jetzt hier durch? Ich glaube, ne? Haben wir da oben die Hütte schon gemacht eigentlich? Das war nicht unsere Starthütte, ne? Die Starthütte war doch weiter hinten, ne? Oder, ne, schaut, Batterie. Oh, schaut mal, eine Hose. Hervorragend. Ich glaube, jetzt sollten wir ja wohl. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt sind wir nicht mehr so genackt. So, jetzt nehmen wir alles mit. Noch irgendwo was? Nein. Hängt noch irgendwas an den Wänden? Nein. Das wird ja auch gerne mal vergessen. Liegt hier draußen noch irgendwas? Außer ein Stock.
Das ist, da ist ja nichts, ne? Das ist nur das Windrad. Noch eine Feder, eine Schubkarre. Oh, eine Angelrute, Leute. Eine Angelrute. Das wusste ich nicht, dass hier eine Angelrute steht. Aber da wollen wir uns nicht beschweren. Da wollen wir uns nicht beschweren. So, was haben wir dann noch? Blumentöpfe. Gut, dann sind wir hier oben durch. Steinchen nehmen wir noch mit. Steinchen nehmen wir mit. Ich glaube, außen hatten wir alles, ne? Außen hatten wir alles, da oben lag nichts drauf. Da sind noch Stöckis. Die kommen auch mit. Dann nehmen wir noch eine lecker Blaubeere. Die können wir mal so als für zwischendurch futtern. Sehr schön. Hier noch Tücher. Bisschen Brennholz. Komponenten. Dann sind wir mit der Hütte tatsächlich durch. Ja, da ist Holz mehr als genug drinne. Da haben wir. Nein, die decken nicht. Die brauchen auch einen Platz für sich. Das ist ja auch schön. So, gut. Das rein, das rein, das rein. Das rein, das rein. Das, das, das. Du packen wir da, ne? Aber Steine hatte ich doch hier. Eigentlich hatte ich doch Steine und Holz hatte ich doch irgendwo. Ja, seht ihr, seht ihr, seht ihr? So, mal mit raus. Packe ich dich hier vorne nicht mit rein. Da ist noch Munition. Wie ist da noch? Achso, das war noch im Schrank drin, ne? Da haben wir ja gar nicht reingeguckt. Da haben wir gar nicht reingeguckt. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch Bepflanzungszeugs. Auch sehr gut. Irgendwas hier so? Nö. Dann werden wir hier noch mal rumlaufen. Noch ein Eimer, noch ein Schlauch. Ich meine, ich brauche gar nicht so viele Schläuche zurzeit. Aber gut, wir haben gesagt, wir nehmen alles mit. Fast alles. Okay, fast alles. So, steckt der auf? Nein. Den dahin. Den können wir da noch hinpacken. Zack, zack, zack. Lecker essen. Herumsafen. Glaube ich, waren wir soweit durch, ne? Hier war nichts mehr. In die Toilette hatte ich schon geguckt. Gucken mal. Aber hier ist nichts drin. Oh, nicht glitschen. Feder. Toilette hatte ich schon geguckt, aber ihr wisst ja. War doch was drin? Feder oder so? Nein. Stöckchen nehmen wir auch noch mit. So, dann holen wir unsere Karre, fahren wir zur nächsten Hütte. Tü-tü-tü-tü-tü.
Tingelingeling. Ich finde, gut wäre eine kleine Klingel oder so. Klingeling, Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Ein Fischbucket, ein Zementsack. So, das. Da noch die Lackerdose. Oh. Dann sollte das hier auch schon gegessen sein. Seid ihr überhaupt dabei? Ja. Da fehlt mir auch noch. Ich spiele mir hier einen Wolf und ihr guckt nicht mehr zu. So, das ist das Brennholz, hoffe ich noch. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Oben hatten wir schon. Da ist auch alles schicko. Hier liegt auch nichts mehr. Gut, dann weiter zum nächsten. Stopp. Zur Rasenmäherhütte. Ah, da ist nichts. Da ist eine Tasse voll Öl. Kofferraum ist nichts. Rein. Ja, nicht mal ein Handschuhfach. Heieiei. Nö. Komm, der hätte ja wenigstens eine Zündkerze haben können oder so, ne? So, einmal außen rumgelaufen. Aber, da ist noch ein Stein eventuell. Ein Stein, ja. Blatt auch noch mit. So, dann sind wir hier mit der kleinen Farm durch, würde ich sagen. Das große haben wir, das kleine haben wir, das da oben haben wir. Dieses Treibhausding haben wir da hinten irgendwo im Wagen geguckt. Wartet mal kurz, wie sieht das Inventar aus? Lass uns mal schnell die Sachen loswerden. Zementsack hier mit rein. Habe ich hier, wo hatte ich die Ziegel? Die hatte ich woanders. Wartet mal kurz, da waren noch die Sachen, das Holz, die Feder, das, dann Munition, so. Platzsparend. Gucken wir jetzt mal hier rein. Das Holz ist voll. Ich hätte vielleicht das mal anders hinstellen sollen, ne? Bricks da. Der Rest, den schmeiße ich jetzt hier rein. Das geht da noch mit rein. Das dahin. Futter bleibt. Steine. Lasse ich drin. So. Achso, halt, stopp. Ich wollte noch einmal da hinten den Wohnwagen, ne? Wisst ja, Early Access. Einmal zwischenspeichern. Den Wohnwagen. Ich glaube, da habe ich noch nicht so richtig geguckt. Was war das? Was war das? Was ist hier noch ein Stöckchen? Ist noch ein Stock. Okay. Haben wir hier noch Stoff. Da ist noch ein Messer. Oben liegt nix. Eine Komponente. Wolle. Na gut. Schnappen wir uns noch den alten Stein. So, und hoch geht's zum nächsten. Das ist doch gut. Da haben wir heute ja schon richtig was weggelootet. Dann schaffen wir zwar heute, glaube ich, nicht mehr den Wolf auszunehmen. Machen wir dann das nächste Mal, aber es macht ja nichts, wenn der so zusammen ist.
Aber dann haben wir wenigstens schon mal den ganzen Teil abgeräumt. So, das Auto hatten wir auch noch nicht ganz gelootet, ne? War das richtig? Ja, hoch müssten wir dann trotzdem noch mal zwecks. Zwecks Benzin. Ja, das Ding könnte man auch wegnehmen, aber nö, brauchen wir jetzt ja nicht. Ich glaube, da oben hatte ich alles weg, ne? Hatte ich hier oben schon alles weg? Ja. Ja, hier ist alles weg. Okay, so. Ja, dann sind wir hier auch schon durch. Kommt, der Stein nehmen wir noch mit. Okay, dann laufen wir zurück zu unserem Lager. Attacke, Attacke. Guckt euch das an. Hier liegen auch noch Steine ohne Ende. Das ist natürlich sehr schön. Sehr schön. Was ist denn hier eigentlich mit unserer... Ja, alles gut. Alles gut. Auch echt sehen, dass wir unsere Lagerkapazitäten in unserer Base ein bisschen ausbauen. Aber ich wollte halt erst mal so schön die wichtigsten Sachen fertig machen. Aber es nervt mich schon ein bisschen, wenn das alles so unordentlich ist, weil man findet nachher nichts wieder. Weil ihr seht ja, wie viele Komponenten es hier gibt. Und wenn die alle kreuz und quer sind, das ist nicht schön. Aber müssen wir sehen. Schauen wir mal. Wir sehen in der nächsten Folge dann vielleicht die... den noch ein paar Spinte bauen. So, einmal hier hoch. Ja, jetzt in die Küche mit dem Jungen. So ein kleines Wölfli. Dann würde ich sagen, ich zeige euch einmal. Moment, was habe ich jetzt? Messer? Ja, da können wir schon mal was tun. Nee. Da warten wir mal noch. Wir werden jetzt den Reifen erstmal wegbringen. Den werden wir dann noch mit einbauen. Bei dem Wolf lassen wir uns dann Zeit. Das ist egal. Machen wir in der nächsten Folge. Ist doch alles super. Ja, was fehlt uns denn noch? Eigentlich nur ein Reifen, eine Zündkerze, Sprit. Reifen und Sprit kein Problem. Zündkerze müssen wir mal schauen. Was fehlt uns hier? Bretternägel, Seile. Aber ich würde mal sagen, da jetzt hier auch das Sauwetter ist, gehen wir jetzt rein. Machen wir zu. Wie spät haben wir das? In-game. Oh, da könnte man noch ein bisschen was tun. Würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. War eine schöne Runde, schöne Loot-Runde. Hat mir sehr gefallen. Wir haben ordentlich was geschafft. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal in Folge 9 übermorgen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, euer Maruk.